Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis von TestVenture und in diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach deine Ford-Schlüsselbatterie wechseln kannst. Los geht's! Um die Ford-Schlüsselbatterie also zu wechseln, müssen wir zuerst den Autoschlüssel öffnen. Dafür drücken wir an der Seite die beiden Tasten nach innen, bis oben das Ford-Logo leicht herausgedrückt wird. Als nächstes nehmen wir die Abdeckung ab. Hier finden wir normalerweise unseren Ersatzschlüssel, den wir einfach entnehmen können. Als nächstes nehmen wir unseren Schraubenzieher zur Hand, um den Ford-Schlüssel aufzuhebeln. Dazu ist es besonders wichtig, dass ihr die richtige Schraubenziehergröße verwendet. Es wird genau ein 4 mm Schlitzschraubenzieher benötigt. Wenn euer Schraubenzieher nämlich zu klein oder zu groß ist, verbiegt ihr eventuell das Plastikgehäuse oder macht es kaputt. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Erfahrung bereits machen müssen. Einen passenden 4 mm Schraubenzieher verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Wir stecken den Schraubenzieher also gerade in die Öffnung beim Metallring, so weit wie wir nur können. Danach drehen wir den Schraubenzieher nach rechts und nach links und hebeln dann mit etwas Kraft das Gehäuse auf. Jetzt können wir den Schlüssel mit etwas Kraft auseinanderziehen. Hier sehen wir auch schon die Schlüsselbatterie, die wir wechseln möchten. Dafür nehmen wir wieder einen Schraubenzieher in die Hand und hebeln an der rechten Seite ganz leicht die Batterie heraus. Am besten blockiert ihr vorher die Batterie mit euren Daumen, weil diese sonst herunterfällt. Jetzt können wir also unsere neue Schlüsselbatterie einlegen. In meinem Fall benötige ich eine CR2032 Knopfzellenbatterie mit 3 Volt. Passende Batterien verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Um die Batterie einzulegen, wird diese erst schräg nach unten zum Metallring eingeschoben und danach nur noch heruntergedrückt. Achtet darauf, dass die Beschriftung der Batterie wie zu sehen nach unten zeigt. Die unbeschriftete Fläche ist also oben. Wenn die Batterie gewechselt ist, müssen wir das Gehäuse nur noch wieder zusammenbauen. Dafür nehmen wir die zwei Hälften des Ford-Schlüssels und drücken diese mit etwas Kraft wieder zusammen. Zum Schluss befestigen wir auch wieder das Ford-Logo. Dafür legen wir die Abdeckung mit der breiten Seite zuerst schräg ein und drücken dann auch diese fest. Und schon ist die Ford-Schlüsselbatterie erfolgreich gewechselt und euer Autoschlüssel ist wieder einsatzbereit. Links zum Schraubenzieher und zu passenden Schlüsselbatterien findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wenn ich dir also helfen konnte, dass du deine Schlüsselbatterie wechseln konntest, dann würde ich mich freuen, wenn auch du uns durch ein Like, ein Abo oder ein Super Thanks weiterhelfen würdest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal wünscht deine TestVenture Crew.